Ich bin erschüttert angesichts der Missachtung der internationalen Menschenrechte und des internationalen humanitären Rechts durch die Konfliktparteien in Gaza. Es gab unermessliches Leid und sehr viele Todesfälle. Mehr als 120.000 Menschen im Gazastreifen, in ihrer Mehrheit Frauen und Kinder, wurden getötet oder verletzt seit dem 7. Oktober als Ergebnis der intensiven israelischen Offensive. Seit Israel seine Operation in Rafah Anfang Mai eskaliert hat, wurden fast 1 Million Palästinenser erneut vertrieben. Hilfslieferungen und humanitäre Zugangsmöglichkeiten haben weiter abgenommen. Die unermüdlichen Schläge Israels im Gazastreifen stiften ungeheures Leid und Zerstörung. Das willkürliche Zurückhalten von humanitärer Hilfe hält an und Israel nimmt weiterhin willkürliche Verhaftung von Tausenden von Palästinensern vor. Das muss enden. Die Palästinensergruppen ihrerseits halten nach wie vor viele Geiseln, viele davon in dicht besiedelten Gebieten, wodurch sie auch die palästinensische Zivilbevölkerung gefährden. Die Geiseln müssen entlassen und freigelassen werden. Wir sehen aber auch ein besorgniserregendes Muster von Kriegsverbrechen und Gräueltaten. Ich fordere, dass die verbindlichen Resolutionen des Sicherheitsrates und die Urteile des EGH eingehalten werden. Die international vereinbarte Zwei-Staaten-Lösung muss eine Realität werden. Herr Präsident, wir brauchen dringend wieder den Weg zurück zum Frieden auf der Grundlage der UNO-Charta und des Völkerrechts. Ende Mai 2024 betrug die Finanzierungslücke zwischen dem notwendigen Finanzierungsbedarf bei der humanitären Hilfe und den verfügbaren Mitteln 40,8 Milliarden US-Dollar. Die Zusagen wurden im Durchschnitt nur zu 16,1% erfüllt. Und dies im Gegensatz zu den fast 2,5 Billionen US-Dollar an globalen Rüstungsausgaben im Jahre 2023. Das bedeutet einen realen Anstieg seit 2022 um 6,8%. Der größte Anstieg seit 2009. Also der Krieg verursachte ungeheure Kosten.